Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Farming Simulator 19. Ja, wir sind wieder zurück. Ich habe gerade abgesteckt. So. Wir haben in der letzten Folge unsere Schafe schon besorgt, aber sie haben noch nichts zu trinken und nichts zu essen. Bedeutet, aktuell ist es Tierquälerei. Das ändern wir jetzt. Wir gehen in den Hängerteil und suchen unter Tierhaltung mal die Sachen aus, die wir brauchen. Einmal brauchen wir den Junkings Hänger hier, den kaufen wir direkt. Den werden wir nicht. Ist ja gut. Ich weiß, ihr habt ein tolles Leben, aber die werden auch ein tolles Leben haben. Und wir brauchen einen Hänger. Das wäre sogar ein großer Hänger gewesen. Da passen 8000 Liter rein, aber das passt 7,3. Das ist auch ein Unterschied. Das Unterschied ist significantly, wenn es darum geht, Essen zu haben. So, brauchen wir einen Lader für Strohballen? Das ist jetzt die nächste gute Frage. Kostet nicht 25.000. Als erstes bräuchte ich mal einen Ballenhänger noch. Ballenhänger. Und halt einen flachen Hänger. Finde ich die auch hier drunter? Nope. Baumwolle? Nee. Ist ein bisschen länger her, seitdem ich... Also, wie gesagt, ich erkläre mich da auch doppelt. Ich sollte mal die Klappe halten. Ballentechnik? Hier doch sicher. Ja, hier sind schon Hänger. Ich will den kleinen, simplen Ballenhänger. Ich könnte den Wechselhänger nehmen. Also, aktuell der beste, der für 26.000 hier. Ballenladung rechts, Ballenladung links. Ist eh wurscht. Fliegereifen, Standard, Breitreifen. Er kriegt Breitreifen von mir. Kaufen. Und. Brauchen wir sonst noch was? Nee, aktuell nicht. Wir müssen natürlich dann noch das Zeug kaufen, was wir brauchen. Deswegen müssen wir jetzt mal unter Tiere schauen und was die alles benötigen. Die brauchen Sauberkeit, Wasser und Gras, Heu oder Heupellets. Das ist easy. Dann tun wir mit dem Hänger jetzt uns Heu holen. Und in der Zukunft produzieren wir dann irgendwann Heupellets. Was natürlich dann nochmal als significant entscheidet, weil die Heupellets gleich teuer auch verkauft werden können. Alter, die gehen ab, vor allem mit den neuen Jungtieren. Holla, die Waldfee, die brauchen unbedingt mehr Platz. Bedeutet, wir müssen aktuell nur Wasser und noch Heu holen. Bedeutet, wir rufen mal schnell unseren Herrn Kollegen an. Zack. Wo ist denn Nummer hier? Quader Heu. Bin ich für. Und zwar direkt mal 8 Stück. Kaufen. Ja. Und dann machen wir es mal auf den Weg. Und holen das neue Zeug ab. Wir müssen ja nicht auch schon. Können wir an dem Fluss das Wasser auffüllen? Das wird eine interessante Sache. Aber wenn nicht, müssen wir das noch anders überlegen. Hui! Ah, oh, das schaut um so viel einiges. Oh, schön. Bin mal gespannt, jetzt habe ich. Oh, lecker. Ich glaube, das liegt am Spiel. Das kann gar nicht mehr an der Grafikkarte liegen. Mit der 380er dürfte eigentlich das Spiel nicht laggen. Und dem Ryzen 7. Das kann ich mir auf jeden Fall nicht vorstellen. So. Jetzt sind wir gleich da. So, da steht alles. Ui, da steht echt alles. Also, man hat echt das Gefühl, hinter mir geht gerade voll die Party ab, ne? Jetzt ist die nächste Frage, wie kriege ich am schlauesten den Heuwagen hier raus, ohne dass ich meinen Heuhaufen umschmeiße? Warum müssen denn da genau auch die stehen? Bitte. Ich versuche ganz weit außen zu fahren. Ja, schön. Dann mach mal die auf. Auf welche Seite gehst du auf? Jetzt ist die nächste Frage. Perfekt. Darf ich dann meine Skills im Einladen zeigen, die nicht vorhanden sind? Ja. Aber wir kriegen das schon irgendwie. Ich werde versuchen, zwei auf einen Schlag zu nehmen. Sind das 4 Fahrten. Das ist lange. Oh.
Vorsichtig. Ganz, ganz vorsichtig. In Zukunft würde ich dann sowas immer auch cutten. Aber wie gesagt, diese Woche ist ein bisschen länger, deswegen fülle ich das mal mit neuem Content, das wir noch nicht zusammen gemacht haben. Bis jetzt ist es halt auch leider sowas. Und weil ich eigentlich alles bis jetzt, was wir hier machen, in dieser Story neu ist. Vielleicht wird es auch in Zukunft eine normale Serie wie alles andere, aber ich hätte es nicht geplant. Ich würde gerne mal ein bisschen mehr ins Cutten auch reinkommen. Hey! Zurück auf deinen Platz, Ossi. So. Wie gesagt, ich würde gerne ein bisschen mehr Mühe mir auch in die Video, in die Videoproduktion selber geben. Bloß ich bin halt nicht der beste Cutter. Und wenn der Kanal irgendwann mal gut läuft, würde ich mir wahrscheinlich auch einen Cutter holen. Einfach irgendjemanden, dem ich sagen kann, du kannst es, ich vertraue in dich und fertig aus. Mit dem man wirklich auch lustige Sachen haben kann. Aber dafür müsste der Kanal halt wirklich gut laufen, dass ich sozusagen sagen kann, ich kann das vom Kanal selber aus finanzieren, weil mit meinem privaten Geld über den, also jetzt sozusagen über meinen Job verdiene, will ich nicht unbedingt noch einen Cutter anstellen können, weil das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren, sowas. Wäre natürlich cool, aber ne. Eher weniger. Wenn du sagst, der Kanal läuft gut, dann kannst du dir auch davon wahrscheinlich, wenn man sagt, okay, man geht währenddessen noch arbeiten, macht die Videos und du zahlst deinem Cutter, dass er sozusagen dein Video schneidet und hochlädt und vorbereitet fürs Internet. Dann würde es ja sozusagen gehen, dass ich sage, okay, das ganze Geld, was aktuell noch in den Kanal geht, von dem zahle ich den Mitarbeiter. Aber ja. First World Problems würde ich sowas nennen. Aber ja, da bestehen auch Überlegungen für die Zukunft, wie man dann weitermachen würde, wenn es soweit kommt. Ne? Weil man natürlich, jeder träumt mal darüber. Aber wie gesagt, ich würde dann das Geld eher drin investieren, den Kanal, um so weiter zu verbessern und noch lustiger zu machen oder noch bessere Videos zu machen oder mehr. Ich habe auch mal überlegt, amerikanischen Kanal zu, also englisch sprechenden Kanal zu machen. Weil ich doch kein Problem mit Englisch sprechen eigentlich habe und gedacht habe, vielleicht kann ich dadurch mein Englisch auch verbessern für zukünftige Sachen und alles. Aber sag mal, so weit bin ich noch nicht gegangen, weil ich gedacht habe, oh Gott, ist peinlich, wenn man dann in Englisch spricht und es hört sich nicht so an, wie es sein sollte. Aber vielleicht muss ich auch mal so einen Schritt machen und so einen kleinen, einfach nur einen Englisch-Kanal haben, der ein Video pro Woche rausbringt. Einfach weil es funny ist. Das sind jetzt halt so Folgen, wo ich ein bisschen über irgendwie so alles gerade spreche, aber ich weiß nicht, was ihr könnt ja auch mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr sagen würdet, was den Kanal verbessern würde oder wie ihr sagen würdet, dass der Kanal verbessert werden könnte. Denn wie gesagt, ich mache das echt mit Leidenschaft hier, ich habe da voll Spaß dran und investiere viel Zeit auch, muss man sagen. Hört sich beschissen an, aber 6 Videos die Woche doch hoch zu klatschen teilweise ist nicht so einfach, wie es anhört. Vor allem, wenn man Berufsschule hat. Ich muss jetzt halt nachher noch 3 Berichte schreiben für die Woche. Habe jede Woche mindestens einen Test, wo ich auf den ich auch lernen muss. Und also, ja, ist doch einiges, was aktuell immer los ist. Und währenddessen schaue ich, dass ich trotzdem meinen Zeitplan mit 6 Videos die Woche immer hundertprozentig einhalte, damit alles läuft. Und das hätte ich früher nie gemacht, aber keine Ahnung, mittlerweile liegt mir das doch mit YouTube so am Herzen auch, dass ich da so viel Zeit auch rein investiere, wo ich mir denke, so teilweise, what the fuck is wrong with me? Aber hey, es macht Spaß und das ist die wichtigste Sache in der ganzen Sache hier. Solange es Spaß macht, soll man es machen. Wenn es keinen Spaß mehr hat, sollte man eine Pause machen. Und ich glaube, das war, was damals auch der richtige Weg bei mir war mit meinen alten Kanälen. Denn nun bin ich so weit wie hier. Ich habe ein volles Setup, über das ich nie gedacht hätte, dass ich mal sowas hätte. Und ganz ehrlich, ich bin eigentlich zufrieden, wie mein Kanal läuft. Der könnte besser laufen, aber das werde ich noch alles ein bisschen auch antackeln. Ich werde auch mal in der Zukunft nochmal einiges an Geld investieren wahrscheinlich, um nochmal ein bisschen zu verbessern. Ich habe jetzt komplett Adobe-Paket auch letztens erst gekauft. Bedeutet von der Seite auch High-Software-technisch unterwegs. In Zukunft nochmal verbessern. Streaming würde ich gerne über den Streaming-Rechner in Zukunft auch machen. Aber wie gesagt, das sind alles Ausgaben, wo man auch sagen muss, sollte ich das machen oder sollte ich das nicht machen? Immer so ein Hin und Her, ne? Habe auch schon mal überlegt, ob ich den Kanal mit mehreren YouTubern zusammen mache, um halt ein bisschen lieber, oder zu sagen, okay, ich suche mir jemanden, der auch Lust hat, YouTube zu machen, mit dem ich das, den Kanal zusammen mache und dann halt hin und her, aber aus der Überlegung bin ich dann irgendwann wieder rausgekommen. Don't ask me why.
Aber keine Ahnung, es ist doch irgendwie so. Der Kanal ist mittlerweile. Baby hört sich falsch an. Also es ist doch, was man alles erschaffen hat und wo man darauf auch stolz ist, zu sagen zu können, hey, ich habe einen YouTube-Kanal, mit dem ich auch wirklich die Woche 6 Videos rausbringe. Ist schon irgendwie so special, würde ich sagen. Also das hat nicht jeder und macht den Aufwand macht sich auch nicht jeder. Also ist es richtig rum? Ja, perfekt, perfekt. Bloß mit dem Stream bin ich noch nicht aktuell so ganz im Reinen. Das müsste ich eigentlich, hätte ich dieses Wochenende auch mal wieder machen sollen. Ist sie nicht ausgegangen. Vielleicht kriege ich es hin, dass ich nächste Woche wieder streame auf Twitch. Aber da muss ich auch mal schauen. Aber mit Stream bin ich noch nicht so confident, weil ich halt einfach produzieren. Also ich tue das am Wochenende meistens produzieren. Keine Ahnung, irgendwann geht mir einfach auch die Zeit mal aus. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man sich voll viel vornimmt, dann geht einem die Zeit aus. Aber nächste Woche, also die Woche drauf, haben wir gleich zwei Tage extra. Zwei bedeutet, da kann ich sicherlich mal streamen. Und in den Weihnachtsferien bestimmt auch mal, da bin ich zwar eine Woche lang unterwegs oder weg, wo sich sicher nicht ausgeht, aber es wird sich mal irgendwann ausgehen. Aber jetzt wisst ihr auch, wie es aktuell ausschaut und so Sachen. Ich würde gerne mehr streamen, aber sagen wir aktuell noch nicht so confident mit dem Ganzen oder mit dem Zeitlichen auch. Mittlerweile ist die Hardware natürlich auch gut genug, damit alles flüssig läuft, wo ich froh drum bin. Nächstes Jahr kommt ein neues Internet mit 250 Mbit pro Sekunde Download und 80 Upload, glaube ich, oder so, sondern noch um 100 Upload. Bedeutet von der Seite auch besser. Es ist ein Minecraft-Projekt gerade im Hintergrund an dem Stehen, was ich gerne ausfüllen würde, was auch wieder einen Slot pro Woche extra für Videos aufnimmt. Also ja, es ist viel eigentlich im Hintergrund am Entstehen, bloß, oder ich mache viel, ich tue auch gleichzeitig überlegen, genau wie ich den Trailer für den YouTube-Kanal jetzt mal endlich designe, bloß, es sind halt so viele Sachen, die man überlegen muss, aber da könnte ich bestimmt was auch verlieren. Aber ja, vielleicht habt ihr da Ideen, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ich den Kanal verbessern könnte oder was ihr sagt, was das größte Manko aktuell an dem Kanal ist. Damit ich auf die Sachen eingehen kann. Vielleicht könnte man nochmal so einen Just-Chatting-Stream machen, wo man über alles ein bisschen diskutiert. Aber ja. Kann ich schon auffüllen? Mobilen Tank auffüllen. Perfekt. Düdelüdelü. Was ich gern machen würde, wäre oben, also jetzt mal wieder im Game zu sprechen, oben irgendwie die Höhen cutten, dass wir halt wirklich gerade schneiden können. Weiß noch nicht, ob das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle gerade im Kopf. Und ich weiß auch nicht, ob ihr genau versteht, was ich meine. Ich meinte dass wir, oder damit, dass wir sozusagen eine Wand bauen können, gerade aus Beton, die es erlaubt, die sozusagen Stufensystem einzubauen in das ganze Höhensystem hier. Dass wir sozusagen nicht schräg mähen müssen, sondern dass wir einfach eine Wand bauen, und dann alles flat machen, dann ist es einfach auch zum Mähen. Auch für die zukünftigen Sachen, weil die Schrägen werden wahrscheinlich am meisten Zeit aufnehmen überall. So, wo muss hier das Wasser hin? Schäflein, deck dich. Ich glaube, hier kommt aber nicht das Wasser hin, sondern es kommt hier hin. Schräger Futternapf ist. Schräg ist meistens der Futternapf. Jetzt habe ich mich da schön einbarrikiert. Oh, nee! Mann. Jetzt wird aber Wasser getragen. Füll das Wasser auf. Zack. Passt, ist fast ein halber Tank Wasser, der da reinkommt. Das ist aber schon mal gut zu wissen, dass die davon nicht unbedingt so viel brauchen. Ich brauche auch irgendwo mal einen Platz, wo ich die ganzen Hänger und alles unterstelle einfach, weil jetzt stehe ich einfach alles irgendwo hin. Und die Ordnung ist katastrophic. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, weil es mir gerade in die Idee kommt, was ihr gern sehen würdet, was ich zocke. Ich überlege auch, ob ich den alten Kanal-Trailer mal wieder finde. Ich weiß noch ob ich ihn wieder finde. Ich hatte für den ersten Raximus-Kanal, den ich mal hatte, bevor ich sagen wir, psychisch ein bisschen down war. Und einen blöden Fehler gemacht habe damals. Weil der Kanal ist echt damals gut gelaufen. Und ich habe blöden Fehler gemacht, echt blöden Fehler. Und war halt, aber es lag halt daran, dass ich wirklich psychisch in dem Fall nicht wirklich gut drauf war. Aber ist leider einiges zugegangen, was nicht hätte passieren dürfen oder nicht sein hätte sollen.
Mittlerweile ist es zum Glück nicht mehr so. Passt perfekt aufgefüllt. 8000 Liter. Aber ihr könnt gerne in den Kommentaren schreiben, was für Spiele ihr sehen würdet. Ich spiele jetzt aktuell Original Sin, zum Beispiel Mars Horizon werde ich mal wieder streamen. Space Company Simulator habe ich immer noch einen Hass mit. Phasmophobia will ich mal wieder streamen. Mit meinem Cousin allen. Und wie gesagt, es kommt was Minecraft-mäßiges aktuell wieder in den Plan, was ein bisschen aufwendiger ist und vor allem Ressourcen verschwendet, verbraucht ohne Ende. Schlacht um Mittelerde würde ich auch mal wieder bringen, weil das kam ja relativ gut bei euch an. The Isle, Kerbal Space Program sind wir immer noch dabei. Hearts of Iron würde ich mal streamen, genau wie Transport Fever. Und GTA 5 müsste ich mal wieder schauen, dass ich mit den Kumpels was streame. So, jetzt hat... Schauen wir... Nee, das ist der falsche Tab. Das ist der komplett falsche Tab. Rebuzzi, bei dem passiert... Also, tun die sich nicht vermehren? Weil hier steht Produktivität 0%, aber es ist alles grün. Effektivität 100%. Heupellets sind aufgefüllt. Aber so wie ging das in diesem Spiel? Ich spule mal ein bisschen vor schnell, vielleicht erkennt das dann. Vielleicht braucht er einfach ein bisschen Zeitpunkt, dass er das übernimmt. Ah, Schaden jetzt hat. 99% Leistung. Und jetzt hat hier 240 Stunden braucht, bis die Reproduktionsrate aktiv ist. Nächstes Tier in bla, Wolle, bla. Aber Wolle wird wahrscheinlich jetzt auch eine halbe Ewigkeit brauchen, wie die kommt. Können wir noch ein paar Tiere... Oh, wir haben noch 51.000. Oh, da ist viel rausgeflogen. Ich würde noch ein paar weiße Schafe verschieben. Nochmal für 20.000 bestätigen. Jetzt wird wahrscheinlich alles nicht mehr grundsätzlich reichen. Ja. Aber die Produktion ist so lang. Heute drin ist alles super. Jetzt sind die vor allem hier bei 56 Stunden bis neues. Also jeden zweiten Tag kriegen wir ein Tier mehr. Ein Liter Wolle hat sich schon erstellt. Da kommt die Wolle schon. Schick. Bedeutet, da müssen wir einfach nur ein bisschen vorspulen, damit das alles funktioniert. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo wir uns vielleicht ein bisschen mal umgucken oder sowas. Eine bisschen Umschaufolge. Und ja, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unten dann auch noch einen Daumen nach oben da. Schreibt, wie gesagt, in die Kommentare, was ihr gerne sehen würdet, was ihr sagen würdet, was ich verbessern soll, damit die Videos hier oder allgemein alles besser wird. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.